Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando Whatever You Want mit dem Agando Agua 1737i7, meine Fresse, Vampiric für 1449,90 €, runtergesetzt von 1499,90 €. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist in dem Fall leider wieder fake. Also das Gehäuse, das stimmt, also wenn ihr es nach Hause bekommt, das Gehäuse drumherum passt. Was hier drin ist, leider nicht. Wir haben hier eine Wasserkühlung unter anderem und vierfach RAM-Bestückung, das passt schon mal gar nicht. Ist immer ganz schade. Die Leute bestellen auch viel wegen Optik, kriegen das Ding dann nach Hause und dann sieht es halt nicht so aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Ist immer ein bisschen blöd. Am besten immer nur das Gehäusebild nehmen oder eben wirklich den PC 1:1, wie er da steht. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse. Das ist das MSI Mac Vampiric 010X. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Es hat auch keine Meshfront oder so. Und gerade bei dieser Hardware, die hier verbaut ist, die schon relativ potent ist und viel Abwärme erzeugt, wäre eine Meshfront vielleicht sogar besser gewesen. Klar, es hat hier diese Seitenschlitze, es hat aber vorne auch keine Lüfter mit vorinstalliert. Wenn man jetzt hier schaut, man kann 3x120mm theoretisch vorne einbauen, aber die sind halt nicht vorinstalliert, sonst würde es da stehen. Wir haben nur diesen einen im Heck, der ist RGB beleuchtet. Dann haben wir halt noch den CPU-Kühler mit dem einen Lüfter drauf und die Grafikkarte, die auch noch Wärme nach oben hin abstrahlt. Also einen Lüfter in der Front hätte ich mir Minimum gewünscht, wenn nicht sogar zwei. Und wenn jetzt eine Wasserkühlung drin wäre, wäre natürlich noch geiler. Die könnte dann die Wärme nach oben raus transportieren über den Radiator. Also ich hätte definitiv ein anderes gewählt. Und das kostet 70 € bei ProShop. Das Netzteil ist ein BeQuiet System Power 10 750 Watt 80+. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Gut, das mit dem Kabelmanagement kann euch irgendwo egal sein. Ihr kriegt die Kiste sowieso fertig nach Hause. Allerdings 80+ Bronze in dem Preissegment auch schon ein bisschen. Ja, wenig. Gold hätte ich mir da auch schon gewünscht. 5 Jahre Garantie sind natürlich ganz geil, die da von BeQuiet gegeben werden. Allerdings ist die System Power Serie, naja, in meinen Augen eher so für Bürorechner und Multimedia-Rechner gedacht. Und für einen Gaming-PC dann eher schon die Pure Power oder Straight Power Serie. Nichtsdestotrotz sind 750 Watt hier natürlich ausreichend. Das System wird funktionieren. Ich persönlich, wenn ich mir jetzt einen PC zusammenstellen würde, hätte ein anderes genommen. Und das kostet 74,89 € bei Böttcher AG. Das Mainboard ist ein MSI Z590 plus Intel Z590. Und hier sehen wir auch schon, wo die ganze Reise hingeht. Klar, die, die aufmerksam sind, haben wahrscheinlich gerade am Anfang schon gesehen, dass da irgendwie schon etwas Älteres drin ist. Wir haben hier den Z590 Chipsatz und den Intel 1200 Sockel. Das bedeutet für euch, solltet ihr mit dem Gedanken spielen, später mal aufzurüsten, ihr wollt vielleicht einen Intel der 12.000er oder 13.000er Generation draufschmeißen, funktioniert das hier nicht. Denn der bräuchte jetzt den Sockel 1700. Wir haben hier den Sockel 1200. Ihr könntet da maximal noch einen 11900K oder so draufschmeißen. Wir haben hier bei dem Board gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD. Hier kann so eine kleine WLAN 1.2-Karte rein. Hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt dann noch zusätzliche Anschlüsse, wie zum Beispiel für eine Capture-Karte oder USB-Erweiterungskarte. Ist auch ein Full-ATX-Board, das ist soweit schon mal okay. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1, 1x USB Typ C ist auch mit dabei. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier in dem Fall nicht benutzen, es ist ein KF-Prozessor, das F bedeutet, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild definitiv über die Grafikkarte ziehen. Das ist jetzt nicht so schlimm, viele fragen da immer nach, es ist nur einfach so, raucht die Grafikkarte mal ab. Hat einen Defekt und ihr müsst die dann austauschen, habt eine Zeit lang keine Grafikkarte, könntet ihr theoretisch ein Bild über den Prozessor ziehen. Das geht jetzt hier in dem Fall nicht, liegt aber nicht am Mainboard, sondern am Prozessor. Wie gesagt, ist schon etwas älter, Z590, ja gut, das ist ganz nett, ist aber in dem Bereich auch nur ein Einsteigerboard, da gibt es auch schon deutlich bessere. Und das kostet 161,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-11700KF, 8x5,0 GHz. Hier flexen sie mit dem Turbo-Takt, der bei 5 GHz ist, der Basistakt sind 3,6 GHz. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, hat eine TDP von 125 Watt, das ist schon ganz ordentlich. Wir kommen gleich auch noch zum CPU-Kühler, da seht ihr nämlich, da passt wiederum etwas nicht. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS, den könnt ihr auch mit 3600 oder 4000 betreiben, das funktioniert dann schon. Der Prozessor an sich, der ist schon etwas älter. Er ist dadurch nicht schlecht, aber er ist älter, ungefähr 2 Jahre alt. Wir bekommen halt für den Preispunkt aktuell schon Systeme mit einem 13.000er Prozessoren und ihr seht auch gleich eine Alternative, die wieder bei Dubaro ist. Ja, gucke ich halt immer als erstes. Ich denke mal wirklich, dass die so ein bisschen Lagerräumung machen wollen. Wie gesagt, ihr könnt mit dem Prozessor zocken, streamen und so, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt aber für das gleiche Geld halt Besseres. Und der kostet 286,95 € bei Tees Shop. Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4-RAM PC 3600. Da kommt jetzt aber noch was dabei und zwar ist es halt entweder der Corsair Vengeance LPX, G-Skill Aegis oder Kingston Fury. Gut, G-Skill Aegis geht bei 3600 nicht, den gibt es halt einfach nicht.
Es könnte Corsair Vengeance sein, Kings and Fury oder eben diese Ripjaws, die roten. Ich habe die jetzt auch einfach mal genommen. Wenn es die wirklich werden, sind 3600 MTS natürlich ganz nice. Allerdings ist der nur CL 19. CL 18 hätte ich mir zumindest gewünscht, wenn nicht sogar CL 16. Aber CL 16 ist schon noch ein Step teurer als der CL 18er. Ansonsten sind 16 GB okay. In dem Preissegment auf jeden Fall. Ist jetzt auch nichts Schlechtes. Also ich habe noch keine schlechten Erfahrungen mit diesem RAM gemacht. Der macht seinen Job und dann ist das Thema auch erledigt. Und der kostet 46,18 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir den Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB beliebig. Hersteller. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, wie bei vielen anderen auch, dass wir nicht genau wissen, was wir bekommen. Ich nehme jetzt einfach mal die Gigabyte, ist gerade die günstigste am Markt. Die 3070 ist keine schlechte Grafikkarte, für WQAD völlig ausreichend, bei 4K muss man ein bisschen auf die Games achten, die man so spielen muss, gerade wegen den 8 GB Speicher. Ihr müsst euch halt vorstellen, es kommt noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, die 40er Generation, ein paar AMD-Karten sind auch noch dazwischen. Trotz alledem in dem Preissegment keine schlechte Grafikkarte. Den FPS ist dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 559 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine NVMe M.2 SSD 1 TB Kingston NV2. Die wird sehr häufig genommen, sieht man auch sehr oft bei Dubaro, ist halt einfach günstig für die Lesegeschwindigkeit, 3500 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 2100 MB die Sekunde. In vielen Tests rasselt die so ein bisschen durch, wenn man da jetzt viel drauf beschreibt oder auch liest, dass die Datenraten dann einbrechen. Für den normalen Gamer ist es eigentlich egal. Ich denke mal, die kommen wirklich sehr günstig an diese SSDs dran, gerade weil die ja nicht nur eine davon kaufen, sondern irgendwie 500 Stück auf einmal und dass der Preis dementsprechend attraktiv für den Systemintegrator ist. Wenn ich mir persönlich einen PC bauen würde, würde ich auch eine andere nehmen, weil ich dann eine SSD kaufe und nicht 500 Stück. Aber rein fürs Zocken reicht die und 1 TB in der Preisklasse auch noch völlig okay. Und die kostet 49 € bei Mindfactory. Als Prozessorkühler bekommen wir den BeQuiet Pyrox Slim. Ich habe jetzt hier bei Geizhals nur den Slim 2 gefunden. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor kann sich 125 Watt reinschrauben, beziehungsweise sogar noch mehr. Den könnte man ja theoretisch noch übertakten. Das ist ja ein K-Prozessor und ein Z590 Board. Das bedeutet für euch, gerade in dieser Kiste, weil auch eben die Frontlüfter fehlen, könnte es da wirklich zu Temperaturproblemen kommen. Weil die Grafikkarte strahlt auch noch Wärme nach oben ab. Klar, Wärme steigt nach oben. Und dann ist da direkt der Prozessorkühler und der ist wirklich ein bisschen klein dafür. Der ist an und für sich nicht schlecht. Ein 12.400er oder 13.400er kühlt er locker, ein Ryzen 5600 auch noch, aber bei dem 11.700KF ist der wirklich ein bisschen zu klein. Also ich würde auf jeden Fall einen stärkeren nehmen, mir sagt er in diesem Gehäuse gerade auch nicht zu. Und er kostet 23,77 € bei Mindfactory. Hier sieht man es auch nochmal, Gehäuselüfter vorn, keine Gehäuselüfter vorn installiert, genauso wie oben, nur der eine hinten und das ist halt wirklich sehr wenig. Betriebssystem haben wir nicht mit dabei, auch keine Office-Software, Norton 360 Gamers Edition 90-Tage-Testversion, lass es einfach sein, Windows Defender macht einen guten Job. Außerdem kostet dieses Norton 360 Gamers nach 90 Tagen halt Geld, das ist ein Abo-Modell. Garantietechnisch haben wir 36 Monate Garantie, davon leider nur 6 Monate Pickup und Return. Also 3 Jahre Garantie finde ich gut, das ist nur ein halbes Jahr lang, Pickup und Return, das ist blöd. Ihr müsst halt nach einem halben Jahr, wenn dann Probleme auftauchen, das Ding selber zur Post bringen oder schauen, dass ihr euren Postboten irgendwie erwischt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.271,78 €, das System soll kosten 1.449,90 €. Das ist jetzt nicht der Mega-Wucher, das ist ein Standardpreis. Der PC wurde mir übrigens vorgeschlagen im Discord, den sollte ich mir mal angucken. Für das Geld bekommt ihr halt locker schon aktuellere Hardware. Die machen hiermit quasi ihr Lager leer. Wie gesagt, die pure Abzocke ist es nicht. Ich würde mir aber dann einfach einen anderen PC kaufen. Und dann habe ich mir, wie eben schon angekündigt, den hier angeguckt. Ja, ich weiß, wieder Dubaro, ja, wieder Hardware-Deals, aber das ist so das Erste, wo ich reinklicke, weil ich weiß, dass die Aufpreise da nicht so krass sind. Der kostet 1.349 €, also 100 € weniger. Der hat einen 13.400F. Jetzt könntet ihr meinen, warte mal, ein 11.700KF müsste doch stärker sein. Nein, dem ist nicht so. Der 13.400F ist stärker als der 11.700KF. Ist auch die aktuellste Generation, da könnt ihr hinterher sogar noch einen stärkeren Prozessor draufschmeißen. Wir bekommen den BeQuiet Pyrox 2 Schwarz, der reicht für diesen Prozessor völlig aus. Wir bekommen einen Gigabyte B760 Gaming XDDR4, auch Full ATX Mainboard, B760 Chipsatz, ist relativ aktuell. Natürlich gibt es noch den Z790, das macht aber keinen Sinn, vor allen Dingen nicht mit diesem Prozessor. Auch eine 3070 beliebiger Hersteller. Arbeitsspeicher wissen wir, dass wir Kingston 3600 Mega als Fury Beast bekommen. Wir haben die gleiche SSD, wir bekommen einen 700 Watt BeQuiet Pure Power 11. Ja, sind jetzt 50 Watt weniger, dafür aber die Pure Power Serie und nicht die System Power Serie. Und als Gehäuse bekommen wir ein Purebase 500DX Schwarz mit Glasfenster, was von Haus aus schon 3 Lüfter mitbringt. Einen in der Front, einen oben, einen hinten. Und der kostet halt 100 € weniger. Ihr seid in der aktuellen Intel-Generation, könnt später
noch aufrüsten, habe einen gescheiten Chipsatz da drin, ein gescheites Gehäuse. Auch den habe ich bei Geizhals durchgejagt. Hier haben wir die SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, CPU-Kühler, der übrigens auch besser aussieht als der andere, das Gehäuse und das Netzteil. Da landen wir bei 1262,34 und der kostet halt 1349 Euro. Das sind unter 100 Euro fürs Zusammenbauen. Also wenn man sich jetzt natürlich die Alternative bei Dubaro so anguckt, dann ist dieses System hier komplett obsolet. Vor allen Dingen, weil es halt älter ist. Man weiß nicht genau, was man bekommt, vor allen Dingen beim RAM nicht und so. Ah, das ist immer so ein Thema für sich. Es ist nicht die pure Abzocke, aber es ist halt zu alt. Man muss so sagen, wie es ist. Das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch alle PCs unten in der Videobeschreibung, genauso wie die FPS-Sets und die Geizhals-Listen. Das wisst ihr ja. Joint unseren Discord, falls ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.